Evangelische Kirchengemeinde Dünnpfarrer Rüsing. Ja, ich bin's jetzt mit einer neuen Brille. Hat mich nochmal darauf gebracht, wie wertvoll es ist, ein gutes Augenlicht zu haben. Einmal ist Jesus einem Menschen begegnet, der blind geboren wurde. Und hat ihn nicht übersehen, blieb stehen. Machte einen Brei aus Speichel und Erde und legte sie ihm auf das Gesicht, auf die Augen. Sagte, geh hin zum Teich und wasch dich. Das tat er und er konnte bald wieder sehen. Wunderbar. Er wusste zuerst gar nicht, wer Jesus war, denn Jesus war sehr initiativ in diesem Moment. Aber Stück für Stück lernte er ihn kennen, er begegnete ihm auch später, hat mit ihm gesprochen. Und er wusste, dass Jesus das aus Gottes Kraft getan hat. Immer wieder hat Jesus gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht blind für ihn sind, sondern sehend. Also er hat es nochmal übertragen, das Thema der Blindheit und des Sehenkönnens. Das wollen wir für uns auch tun. Wir sagen, ja, Herr, schenke du uns einen Blick für das, was du Gutes an uns tust. Wir fragen ja schon seit einiger Zeit, was tröstet uns? Und es tröstet uns, dass der Herr uns nicht alleine lässt. Es tröstet uns, dass der Herr uns Kraft gibt und Freude am Leben. Auch an diesem schönen Abendlicht nach einem heftigen Unwetter. Dass er bei uns ist und auch immer bei uns bleiben wird. Und so wünsche ich euch und Ihnen wache und offene Augen des Glaubens, dass damit rechnet, dass unser Herr uns nicht vergisst. Seid behütet und gesegnet.